Und herzlich willkommen zurück zu To The Moon, diesmal Minnesota Number One Sick Corp Holiday Special. Davon gibt es wirklich zwei an der Zahl. Letztes Jahr zu Weihnachten ist es rausgekommen, also 2013 zu Weihnachten ist es rausgekommen, das erste. Und das zweite ist dieses Jahr so gegen Valentinstag rausgekommen, sollte glaube ich aber auch ein Holiday Special sein. Somit haben wir zwei Holiday Specials, 20 Minuten, wo wir wieder To The Moon spielen können, was mich ja zum Lachen und zum Weinen gebracht hat. Und wir fangen auch einfach an. Los und go. Dr. Watts, Eva oder Eve, ist ja auf Englisch. Come to my office. I've got something. Neil, where are you? The meeting started an hour ago. What? Und er ist in seine eigene Falle getappt. Tja, wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wait, there's no meeting today. Yeah, and I'm not dumb. Twice in one day. Really? Da hat er sich also zweimal von Rosaline verarschen lassen und ist zweimal in seine eigene Falle getappt. Besides, that's actually dangerous. What if it hits my head without tipping over? But you still made it hit my head. That's different. Yours is pretty thick. Well, I got you once. Excuse me for giving you a chance to even the scores. But seriously, drop by, I actually do have something to show you. Just give me a few first. You're gonna go say hi to them at the party downstairs? Maybe later, grab me a drink if you go. Sie treffen sich also mit irgendwelchen Leuten unten. Office of Dr. Eve. Eve, ich würde Eve aussprechen, Rosaline. Neil Watts. Unser guter alter Partner, Dr. Roxanne Winters, Robert Lynn, da kann man auch noch was angucken, Dr. Logan Boswell, ja, der Boswell, das klingt nach einem heftigen Namen, aber wir können hier uns noch ein paar Sachen angucken, Dr. Willis McMillan, Dr. Dieses Vasquez, Dr. Eddie Doyle, Dr. Tamer McMillan und Dr. Washroom. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das eigentlich nur ein Waschraum sein soll und einfach nur aus Spaß das Doktor genannt wird. Wahrscheinlich sollte es wirklich so sein. Das war eigentlich so. Alle heißen Doktor, auch unser Waschraum ist ein Doktor. Doktor der Waschraumologie. Oh. Ich rufe jemand an. What? I just remembered. Could you also get me some cake with that drink? How do you know that be cake? That's always cake and I want it. Well, pick one. I'm not your waitress. Hey, so which is it? Neil? I'm thinking. Look, I gotta go. I'll call you back. Okay. Komische Musik und Neil hat sich komisch verhalten. Die Roxanne Winters. Oh, hey Eva. Roxy, you alright? Huh? Oh, well, we went outside to go something from the car and, well, you know, them again, huh? Well, it is the time of the year. Look, don't tell the others, okay? I don't want everyone to be all tensed up about it. Maybe
It will be cleared by the time everyone leaves. I hope so. Come on, let's go see what the others are up to. Jetzt haben wir eine neue Partnerin. Was macht die jetzt? Warum drücken die irgendwelche Tasten? Nehmen die alles auf oder was? Aber irgendwelche Leute bewerfen uns mit Tomaten. Party! Schöne Musik. Cheers! Die sieht aus wie so eine Elfenkönigin. Reden wir mal erstmal mit ihm. Hey Willis, looks like Logan's pulling a move on your girl over there. Wait, what? Psst. She ain't gone anywhere. Oh, I don't know, Willis, Logan does sing like an angel. I do? Yeah, Willis. And I heard he's an exquisite dancer too. I am? Well, I got 3 strands of hair on my head and each one of them is willing to fight him in the parking lot. Okay, this is getting too weird for me. Sehr schön. Reden wir mal mit denen. Ist das Dr. Washroom? Nein, Lisa Vasquez. I'm not really sure what to do here, Eva. Eve. Ich nenne sie jetzt Eve. Ich muss jetzt so mich dran setzen, das ist Eve. Auch wenn Eve eigentlich mit E-V-E geschrieben wird, aber sie heißt Eva. Eva. Ich nenne sie Eve. Nennen wir sie als Spitznamen Eve. Since we've a full house today, Eddie was allowed to drink. But now he won't stop talking. Maybe he just needs someone to listen. Yeah, that's what I feel the most. You know what bugs me, Lisa? We can alter memories, yet I can neither make my hair as buoyant as Logan's nor as silky as yours. Yeah, it's a tragedy. Nice head. Dr. Tamer McMillan. Eva, my dear. Good afternoon, Tamer. You know, you never respond to the email I sent you about my nephew. I attached a photo of him and everything. Thanks, but I'm just not looking. Oh, it's that boy Neil, isn't it? What? No! I like to keep my personal and professional life separate. Whoa, then that's just one more reason why my nephew is perfect for you. You two are gonna be so happy together. Sie will also uns verkuppeln? Ah ja. Hey, Eva. Eve. Hey. How did your last mission go? I heard you guys ran into some complications. It was fine. Bureaucracy just got in the way. But I'm trying to forget about work now. There's enough of that to go around later. Tim and I are discussing our tastes in early Baroque paintings. They're all good. Yes. Yes, they are. Jetzt reden wir noch mit Roxy oder auch nicht. Wir feiern Weihnachten und ich weiß nicht, was ich noch tun kann. By the way, thanks for covering my double call yesterday, Willis. I heard it went well. Not much I haven't seen at this point. It's been a hectic season though. Don't you think you could use some, you know, break? Tamer too. Ha! Don't you worry about us. We've still got some kicks left in our old bones. Besides, some patients prefer us having practitioners with more life experience. Just be sure to take care, Willis. You have your limits too. If I've peace of mind knowing that when the day comes, our fate will be in your hands. Hey, don't be so dark. Where's Neil? In his office. I don't really know what he's up to. As per usual, I see. Go have a good time, Eve. You too. Why are you just standing here? Just resting my eyes, that's all. Ich könnte jetzt... Okay, mit ihm habe ich schon alles besprochen. Relax, little Eve, you've earned it.
Let me know if you ever change your mind about my nephew, dear. He's a catch. Is that drink alcoholic? I have no clue. I wish I had hair so bayonet that waving a head would make as a concealed weapon. Keep dreaming, Andy. Ah doch, zurückgehen kann man. Na, gehen wir einfach mal zurück. Komische Musik ist wieder da. Ich kann die Tür aufmachen. Okay. Aber hier ist nichts Besonderes. Die kann ich nichts machen. Aber vielleicht kann ich ja zu Neil. Neil? The line's busy. Ja. Komisch. Da komme ich nicht rein, da komme ich auch nirgendwo rein. Ah, da kommt auf einmal. Good try, but there's no water bucket at this time. Is everything okay? You seem distracted. What? Yeah, it's all good. I'm fine. Anyways, I'm just about wrapping this up. I'll call you when it's done, Eva. Okay, back to work. Okay. What to do? Vielleicht jetzt. Patience is virtue, Eve. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt in die anderen Räume rein können. Vermute jetzt eher nicht. Ist ja cool, wenn wir in Dr. Washroom gehen können. Können wir tatsächlich rein. Aber ich glaube, hier können wir trotzdem nichts machen. Wie man sieht, sind die Toiletten nicht getrennt, sondern für beide Geschlechter geöffnet. Aber fahren wir jetzt mit dem Aufzug wieder runter. Eine große Wahl haben wir jetzt nicht. Ist ja auch nur eine Minisode. Jetzt sind wir wieder auf der Feier. Ah, jetzt kann ich auch mit ihr sprechen. Look. I know it's hard to not think about it, but rowing doesn't fix anything. I know, but what was your last patient's wish? Huh? Oh, well, she wished to see the world. Did she? Yeah, we took her all over. I even caught glimpses of places that I haven't been to. She was so happy. It sounds like she would really appreciate what you did for her. You've helped a lot of people, Roxy. I'm sure if they could speak to you, they would all tell you. What's out there right now doesn't change that. I guess so. I do feel better thinks of that. Thanks, Eve. It's the holidays. Don't let it ruin the mood. Erstmal ordentlich trinken. I just love the feeling of crunchy snow under your feet. It's like popping bubble wraps for your boots. I can't wait for the next big snowfall. Oh ja. Da kommt jemand. Did you get everything we needed? Yeah. Are you okay, Rob? I'm fine. Okay. Don't go out right now, Eve. I know, Roxy told me. Those persistent buggers looks like they're there to stay. Be careful out there. Some of them ain't got the manners. Yeah. It's ready, Eve. Come over when you can. Okay. Don't tell the others, Eve. Maybe they will disperse. I know. Fingers crossed.
Gut. Also es geht momentan darum, dass irgendwelche Leute Roxy und den Robert Lee, Lynn, mit Tomaten bewerfen, dass sie schon wiederholt. Und das, die sollen es irgendwie auch nicht erwähnen. Und Neil ist auch sehr komisch im Moment. Dann gehen wir mal rein. Shut the door. Why? Because I'm supposed to be using this computer for work. Remember, if Rob saw, it would be all like slacking off again, Neil. Ja, Hauptsache die Tür nicht aufmachen, zumachen. What is that? Here, have my seat. Ja, ich erinnere mich. Remember that? Please tell me you folded it yourself. Lighten up, there were hundreds of them. Besides, it's not like Lily and the kids have any use for them anyhow. And what good is it for you? Jumpstarting your memory, for one. Now, launch the program. I don't know if I want to. Ah, come on, I worked hard on it. To the moon! A game by Neil Watts. Press enter to start. What? Ta-da! This is just plaining disrespectful. Hey, now, video games aren't fan art, art form. They're past the laws decades ago. Yeah, but this might make them revoke it. Sticks and stones, Eve. You haven't even played it yet. Go on, try it. Na gut. Muss ich wirklich Enter drücken? Ja. Okay. Okay. Das ist der Leuchtturm. Deutsche Leuchtturm. Oh oh. LOL. Eva ist ein Bösewicht. Nice. Looks familiar. Nein, das ist gar nicht Eva. So gar nicht Eva darstellen. Absolut nicht. Noch mehr von denen. Ach du Schande. Ach, wo kommen wir? Da können wir jetzt hin. What the fuck, ey? Ich dachte, sich aber echt Mühe gegeben. Okay. Viele verschiedene Monsterarten. Ich habe kein Leben verloren. Hoho. Oh, jetzt sind da viele davon. Oh. Geschafft. Das ist eine schnelle Eva. Man merkt aber, dass Eva sehr in diesem Spiel dominiert. Es sind sehr viele Evas davon. Und Hauptsache, der hat aber alles so doch dargestellt. So die Stühle und den Tisch. Und die Oliven, die er so sehr mag. Oh Gott, ich soll da durch. Ach, bislang habe ich das ganz gut geschafft, finde ich. Was zum... What the fuck? Ach du Sche... Okay, erstmal holen wir uns wieder ein Leben zurück. Oh, das haben wir ja gerade...
trotzdem ganz gut geschafft. Ach, spucken jetzt Schleim die ganzen Evas. Ist schon ekelhaft. Oliven. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Jetzt bekommen wir den Hasen. Okay. Okay, die spucken in die Richtung. Ja, ganz easy. Ganz easy. Es ist hoch. Ach, jetzt kommt der blaue Is noch dazu. Bin mir jetzt nicht sicher, wo ich lang gehen sollte. Ich gehe erstmal hier lang. Ah, shit happens. Ah, ich hätte beide Richtungen nehmen können. Das ist gut zu wissen, aber nicht mehr notwendig. So, bitteschön. Na, nächstes Level. Und immer wieder kommen wir zum Leuchtturm. Dr. Willis McKinnon. Hey, I used to make games like this when I was in your age. Oh! What the... How cute! Is that floating head characters Uniel? How long have you guys been standing here? Seems like you've been slacking off again. Man, I told you he'd say that. Get out of my office, you guys. This is my private space. Shoo shoo. See, Eve, this is exactly what happens when you leave the door open. I might as well as go stretch my legs. Just realized you didn't get me a drink. You can keep on playing though. Na, wird Eva weiter? Ja, Eva spielt sich gut, ey. Eva spielt weiter. Voll gut. Oh, was ist das denn? Okay. Yeah. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ach du Schande. Sind eigentlich hier noch mehr Sachen? Ja. Okay, die sind es auch nicht. Ich wieder leben. Yo. Und wieder ein bisschen Leben gesammelt. Ach so, okay. Die haben echt komische Moves. Okay, kann ich nichts machen. Aber ja, reicht ja. Ich weiß jetzt nicht, was die anderen gebracht haben oder wofür wir die da waren, aber weil ich es nicht sonderlich erkannt habe. Was? Oh, ich dachte, ich muss das jetzt selbst nachmachen. Das wär's gewesen. Und ab zum Mond. Jawohl, da ist der Mond. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Sind wir bald da? Da geht's noch weiter. Huch. Huch. Endboss. Eva hat keinen Bock mehr. Nee. Ich bin nicht mehr weiter. Ich habe keine Lust mehr. Das Pfeifen bin nicht ich.
Hey, Eve, did you... Oh, jetzt spielen wir ihn. Das ist ja ganz cool. Jetzt müssen wir Eve suchen. Mal gucken, wo sie sich versteckt hat. Ich würde ja mal vermuten, dass sie auf der Feier ist, oder? Aber ihr kann man ja nicht rein. So kann man auch nirgendwo rein. Dann würde ich einfach mal vermuten, dass sie auf der Feier ist. Aber davor gucke ich mal nach, ob vielleicht andere Räume offen sind. Aber ich glaube, jetzt auch der Dr. Washroom ist, ja, auch nicht besetzt. Somit würde ich sagen, wir fahren runter. Eindeutig. Vielleicht kommen wir auf eine andere Etage an, wenn wir mit ihm spielen. Und? Nö. Immer noch dieselbe. Naja, shit happens. Wo ist sie denn? Nicht da. Psst, Neil. Are you looking for Eve? Yeah, how do you know? I just saw her down the hall looking upset. Wait, why is that assumed to be my fault? Well, when I look at your face, I get the feeling that you'd piss me off a lot if you were my partner. But I mean that in the nicest way. In what way could it possibly be nice? Never mind. Look, thanks for the info. I'm gonna go check upstairs. And then you were all like, feel my hair, feel it. Man, I'm never drinking more than a shot of beer again. Here you were playing some games in your office again, huh? Rumors, clearly. Where did the others go? Willis and Tamar left for home and I don't really know where Robert went. I'm surprised nobody here got call today. It was nice to have a peaceful gathering. We've already delayed the party cause Lisa and Eddie got called in last week, and yet you still don't come down to mingle with us. Zuck, zuck. Sorry about earlier. What happened earlier? You weren't there? Good. At least someone didn't see. Okay. Ich würde das aber gerne interessieren, was da passiert ist. Genau. Gehst du zurück da noch? Ah. Ich dachte schon, der kommt da gar nicht mehr raus. Na, fährt der jetzt runter oder fährst du wieder hoch? Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, sie ist wirklich traurig darüber, dass er sie so als Endgegner benutzt und irgendwie total gefühlslos das macht. Hey! You didn't finish the game. I've played enough of it. Don't tell me you're upset about the zombie was. You met them yourself, don't you remember? And it was clearly a joke. Sheesh. I would ask when you had become so uptight, but you know. Come over here, Neil. Are you gonna punch me? I've been practicing my Kara Kwon Chun, you know? I'm telling ya, my hands are like lightning. Even I can't contain my moves. Geh doch einfach hin. Mensch. Sie will Liebe haben. Oder aus dem Fenster rausgucken. Wow. Record, show up, huh? Roxy said they've been gathering since morning. That's quite some dedication for no pay. When I signed up for this job, I thought it would be respectable, fulfilling dreams and all. But those who thank us are the dead, and those who support us are the dying. You might not like how I do things, but
I do them for the patient's sake, and more often than I would like for yours, to save your sorry ass from getting fired. Yeah, good job with that. It's a fate. Do you think they're right? Hmm? All those people out there, they're all standing for what they think is right. Gee, I sure hope not. But hey, everybody has their beliefs. There are lots of them, but don't forget that there are a lot of people with us too. Remember Lily? They aren't as outspoken because those who are content rarely find the need to bother. But we have to remember that they are out there and remember each patient we've once visited. Remember how hard we tried and how they left this world with a smile in the place of a frown. Sometimes that fleeting moment of shared happiness is all it takes to make it all worth it. Are you drunk, Neil? Hey, I'm just recycling Rob's BS here. Give me a break. But look, if what you're asking me whether what we do matters, I guess it does for that brief fraction of a second before they pass on. Is that enough for you? Sometimes I don't really know. How about you? Are you really happy doing this? Hey, I'm just happy that we make a lot to do. Don't know about you, but I'm totally bored. At the grocery, I'm all like, heck yeah, I shell out 5 cents for a plastic bag. Here's a quarter. That's how I roll. They see me rolling, they hating. You know, that game you made of it, it wasn't all terrible. I am listening. I mean, the graphics are antique and the gameplay is a pushover, but I'm surprised you still remembered all that Johnny and River stuff. Yeah, sorry about this zombie fuss. But hey, you shouldn't really play till the end. All the zombies rally together and become the heroes to save the day. Really? Totally. And there's like fireworks and pompons. All of the Johnnies and Rivers chant your name. I guess I should go finish it then. Whoa. Let's not be hasty. This game's not going anywhere. You can go finish this in 1, no 2 weeks. Ich glaube, der hat ja ein bisschen geflunkert. Hello? Dass er noch gar nicht das Spiel so fertig gemacht hat, wie er gerade erzählt hat. Thanks for the discount, but we are not looking for premium snowplowing service right now. You should encode your number. That will block most of the telemarkers. Just kidding. We're actually being drafted by a patient critical conditions. Wait, what? Understood. We'll be right over. Are you serious? Yeah, come on. We can't afford to be late. You can't just joke around about these things. You serious? Neil? Es wirkt so, als hätte sich da eine gewisse Menschenmenge versammelt. Eieiei. Nicht alle Leute sind damit zufrieden, was die machen. Und damit haben wir das Ende von der ersten Minisode durchgespielt. Sick Corp Holiday Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat auf jeden Fall mehr Hintergründe zu der Firma gegeben und dass es dort nicht einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass es da auf jeden Fall problematisch auch ein bisschen zugeht. Aber ich vermute, dass Eva Gefühle zu Neil hat, weil irgendetwas muss ja dahinter stecken. Also sie hat ihn ja durchgepusht in der Schule, in der Uni, damit er ja überhaupt da reinkommt oder auch bei dem Test. Und
Ja, da denke ich mir so, da ist mehr, da ist mehr. Und sie hat dann auch aufgehört, als sie dann nicht mehr abhauen konnte und es wirkte so, als wollte sie dann nicht, als hat sie nicht aufgehört, weil sie gestorben ist, sondern weil einfach, die Gegner waren einfach die selber. Zombie-Fass. Und deswegen, naja, aber wir sehen uns in der nächsten Minisode von To The Moon oder bei einem anderen Let's Play auf dem TGP-Kanal. Auf Wiederschauen!